Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft vom 15. Juli bis zum 21. Juli. Mein Name ist Julia Aurelia und wir schauen uns einmal an, welche Energien uns erwarten in der kommenden Woche. Das Ganze machen wir mit Orakelkarten, Tarot, Lenormand-Karten und den Colored-Karten. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal durch und starten mit den Orakelkarten. Die Karten, die ich nutze, auch wie immer wieder unter diesem Video. Und ich ziehe als erstes die Orakelkarten, lege sie noch verdeckt hin und dann schauen wir da als erstes rein. Die geben uns immer so einen ganz schönen Vibe für die Woche und damit starten wir jetzt. 15. bis 21. So, das sind jetzt einige mittlerweile, die ich jetzt hier. Das hier sind die Heavenly Bodies von Lily Ashwell, die Energie vom 15. bis 21. So, einmal hier alles drauf. Das sind Energien von 15. bis 1. Oh, okay, da nehmen wir dann die Karte. So, packen wir einmal wieder umgedreht hin. So, mittlerweile habe ich hier 5 verschiedene Orakelkarten, aber ich mag das ja auch ganz gerne. Eine Woche ist ja auch immer durchaus sehr vielschichtig und so finde ich es ganz schön, da wirklich in einige verschiedene Karten reinzugehen. Da kriege ich das Stopp rein, um ja verschiedene Aspekte der Woche, die uns bevorsteht, ans Licht zu bringen. So, 15. bis 21. Juli. Und wir starten mit den Karten. Überwinde deinen Stolz, Vollmond im Löwen. Normalerweise steht der Löwe natürlich für Selbstbewusstsein, ist auch das 5. Haus, steht für Spaß, für Spiel, kann für Romantik stehen. Aber hier gibt es natürlich irgendwas und ich erweitere das immer ganz gerne, weil ich finde das Wort Stolz immer ein bisschen schwierig. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwas gibt, und so erweitere ich die Karte in der Regel, dass es irgendetwas gibt in dir, was du überwinden musst. Es muss jetzt nicht zwingend der Stolz sein, es muss auch nicht dein Ego sein, obwohl das natürlich Aspekte sind, ne, die, wenn es ein zu viel von der Löwe-Energie ist, dann kann da Arroganz sein, Überheblichkeit, Stolz etc., Ego. Das muss aber nicht sein, dass die Energien sind, die überwindet werden müssen, sondern es kann auch einfach sein, dass es irgendetwas gibt, wo du vielleicht selbstbewusst sein darfst oder mutig sein darfst, um irgendwas zu überwinden hier in einer Angelegenheit. Lass uns mal schauen, was wir noch haben. Wir haben der heiliger innerer Raum, Sakralchakra, Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Sakralchakra ist auch Kreativität. Auch hier sehe ich tatsächlich einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Karten. Sakralchakra ist die orangene Farbe. Dem Löwen würde ich eher dem Sonnengeflecht, also dem Solarplexus, zuordnen. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, mutig sein, sich irgendwas in sich selbst überwinden, was zu tun hat mit Kreativität oder Sinnlichkeit, Zärtlichkeit oder irgendwie deinen kreativen Ausdruck. Wir haben, Hallöchen, Jupiter, den mögen wir. Jupiter, der Planet für Wachstum und Erweiterung, Glücksplanet. Also hier eine glückliche Woche, eine Woche von Wachstum und Erweiterung. Soweit, so gut. Was haben wir hier noch? Eine Retrograde, da ist die Zahl Nummer 15. Wollen wir mal reinschauen, was hier noch steht. Die Karten habe ich neu, das ist sind die Star Codes Astro Oracle. Da wollen wir einmal reingucken. Ich habe mir noch nicht das Büchlein angeschaut, deswegen dachte ich mir, gucken wir doch einfach mal rein, was diese Karte bedeutet. Hier steht Review. Review bedeutet Retrograde. Es kann natürlich jetzt etwas zurückkommen. Irgendwas kann zurückkommen, um nochmal angeschaut zu werden. Review ist quasi sich etwas, ja, wie gesagt, nochmal anschauen. Jetzt lass uns mal schauen. Das Geschenk. Nimm einen tiefen Atemzug. Steht hier wirklich auf Englisch. Dies ist ein Moment,
Welcher außergewöhnlich, this is a moment out of the ordinary flow. Dieser Moment ist außergewöhnlich. Eine Möglichkeit, die du nutzen kannst, um das zu nutzen, wofür du gearbeitet hast, wo du hart für gearbeitet hast und was du gelernt hast. Nutze deine Fähigkeiten, dein Wissen, deine Reifheit, deine Reife, langsam und stetig, langsam, stetig und achtsam, würde ich sagen, thoughtful, also achtsam zu sein, bedacht zu sein, wird dir hier helfen. Ja, schauen wir mal, ist hier noch irgendwas? Oh, hallo, Hallöchen, die Sacred Sexuality, das ist ja spannend mit dem heiligen inneren Raum hier. Ich packe die Karten einmal zur Seite. Beziehungsweise das Booklet, ja, das ist ja spannend. Also, die heilige Sexualität, diese Verbindung hat das Potenzial für heilische, tantrische Alchemie. So, das haben wir jetzt zum einen hier. Zum anderen weiß ich, dass natürlich jetzt nicht jeder in einer Verbindung ist, mit der das gelebt wird. Deswegen möchte ich es gerne ausweitern auf das Sakralchakra und auf die Kreativität. Also auch hier kann es sein, dass du wirklich deine Kreativität lebst, auslebst. Aber ich habe das Gefühl, es gibt da so eine kleine Hürde. Vielleicht, wie gesagt, musst du mutig sein, selbstbewusst sein. Oder es gibt irgendwas, wo du ein bisschen verunsichert bist. Das ist eher die Energie, die ich davon bekomme. Aber grundsätzlich haben wir hier Hammer-Energien mit Jupiter. Es kann auch sein, dass du eine heilige Verbindung hast zu einer Sache, Situation, die dir sehr viel Spaß und sehr viel Freude bereitet. Auch da möchte ich einmal diesen Partneraspekt hier so ein bisschen beiseite legen, weil ich einfach weiß, dass natürlich nicht jeder hier in einer Partnerschaft ist. Für diejenigen, wie auch immer, die in einer Partnerschaft sind, stell dich mal auf eine heiße Woche ein hier. Also ziemlich, ziemlich schön. Auch mit dem Glücksplanet dazu, Wachstum, Erweiterung, irgendwas kommt nochmal zurück. Retrograde, um irgendwas anzuschauen. Zahl 15 kann eine Rolle spielen, auf eine Art und Weise für dich. Der 15. 15 Tage, 15 Wochen 2015. So, wir ziehen einmal die Colored-Karten. Lass mich mal wieder eintunen. Was sind die Energien? Was sind die Energien für die Woche vom 15. Der 15. bis zum 26. So. Da muss ich gleich mal wieder schauen. Okay. Entschuldigung. Auch da nehme ich mir noch einmal das Booklet zu. Ich mag diese Karten ja super gerne. Sorry, ihr hört schon einmal an meiner eigenen Spucke verschluckt. Moment. Okay, das war's jetzt. Ich mag diese Karten einfach so gerne. Die sind so handlich und fühlen sich so gut an und machen so ein tolles Mischgeräusch. Wir haben einmal die, ich glaube, es ist die Schneekönigin, die Nummer 6. Dann haben wir die Nordlichter, das ist die Nummer 50. Und dann haben wir den, ist das der Frühling, die Nummer 12. Jetzt lass mich da mal ganz kurz reinschauen, was das bedeutet. Hier kann es um... Das Spannende ist, dass in diesem Kartendeck die Königin für Macht steht, dafür distanziert zu sein, für Klarheit, auch für Egozentrik oder für Sturheit, was ganz spannend ist. Lass mich mal einmal reinschauen. Also diese Königin ist eine kraftvolle und selbstbewusste Frau. Sie ist extrem ungeduldig und hat eine sehr intensive, starke Persönlichkeit, wenn sie in den Raum kommt. Okay, das okay, dann auch gerade in der Kombination kriege ich hier schon noch ein paar weitere Botschaften. Aber ich lese einmal vor. Wenn sie in den Raum kommt, dann wird es ruhig. Sie kann überwältigend und einschüchternd sein. Sie weiß, was sie will. Und ohne Umwege geht sie hinter ihren Zielen her und nimmt, was sie möchte oder was ihr, wie es ist. Sie ist nicht schlecht oder wie sagt man, evil, doch wäre schlecht. Na, sie ist nicht schlecht, aber du solltest dich dir auch nicht in den Weg stellen, weil sie das beschützt, was sie besitzt.
Und genau, also wir haben hier eine sehr kraftvolle Persönlichkeit und ich habe das Gefühl, hier ist eine sehr magnetische Persönlichkeit. Vielleicht bist du diese Person, diese Frau. Oder es geht darum, dass es hier eine Person gibt und gerade mit dem, da weiß ich noch, das Stichwort ist in awe sein, was so viel bedeutet wie man kommt aus den Staunen nicht mehr heraus. Und ich habe das Gefühl, dass es hier eine, entweder hast du eine sehr, was würde Sinn machen, ne? Heilige Weiblichkeit, sage ich schon. Heilige Sexualität, heiliger innerer Raum. Wir gehen einmal in die nächste Karte rein. Denn die Nordlichter versetzen uns ins Staunen. Und ich habe das Gefühl, dass du eine sehr krasse Ausstrahlung haben wirst oder eine Person in deinem Leben hat eine sehr krasse Ausstrahlung. Ich krieg rein, die Zeit steht still. So, da haben wir die Aurora. Hier geht es, ja, genau, hier geht es darum, wirklich, es geht ums Staunen. Es kann um Wünsche gehen. Auch kann es wie sagt man, um das, na, wobei das spüre ich hier ehrlich gesagt nicht. Nee. Du weißt du was, ich bleibe mal bei den Botschaften, die ich hier wirklich spüre. Ne? Also hier geht es wirklich darum, verzaubert zu sein. Im Staunen zu sein und es kann hier um Wünsche gehen, die sich irgendwie beziehen, entweder auf dich persönlich und du mit einer ganz, ganz krassen, aber die Karten gehören zusammen. Da ist eine ganz krasse, das ist ein Magnetismus, den ich wahrnehme. Wir haben hier übrigens die 6, hier die 50, da die 12. 6 sind die Liebenden, kann sich auf eine Beziehung beziehen. Vielleicht hast du bezogen auf eine Beziehung eine krasse Ausstrahlung oder eine andere Person. 50 reduziert sich auf die 5. Das wiederum ist der Hierophant, Gottvertrauen, Seelenplan. Kann auch um eine Verbindung gehen immer. So, wann war jetzt kurz? Und dann geht es hier um den Wunsch, um eine Wunscherfüllung, liegt ein Zauber in der Luft. Jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz hier schauen. Das ist nämlich die erste Frühlingskarte, das sind die Blumen. Das ist natürlich, ja klar, wenn der Frühling kommt, das ist, wird hier tatsächlich auch genauso beschrieben, wie ich es immer wahrnehme. Ne, wenn der Frühling kommt, das ist immer wie ein Geschenk, wenn man die ersten Kirschblüten sieht. Wir haben hier Schönheit, wir haben Geschenk, Überraschung. Hier könnte es irgendeine Überraschung geben, irgendwas könnte plötzlich kommen, da könnte neue Hoffnung sein. Auch da haben wir haben wir das Thema Wachstum. Das spiegelt sich also hier wieder. Wachstum, aufblühen. Also gerade auch mit dem Jupiter, den wir hier haben. Ich habe das Gefühl, du blühst auf. Du blühst auf. Hier gibt es eine Wunscherfüllung für manche von euch. Für manche von euch bezieht sich das auf eine Partnerschaft, ein Aufblühen, ein Wachstum. Die Hoffnung, der Frühling ist zurück. Der Frühling ist zurück. Und das im Sommer, ihr Lieben. Wow, da würde ich sagen, haben wir hier schon mal eine ganz, ganz starke Reihe. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes einmal in die Tarotkarten. Lass mich das mal wissen, weil ich das Gefühl habe, ich hatte früher immer nur drei Orakelkarten. Mittlerweile haben wir hier fünf Orakelkarten, drei Coloredkarten. Lass mich das doch gerne mal wissen, wie euch diese Kombination gefällt, wenn wir noch ein bisschen mehr, so wie jetzt, eben in die Orakelkarten gehen, um dort die Botschaften für die Woche zu bekommen oder ob ihr sagt, nee, Julia, das ist jetzt ein bisschen viel hier. Wie gesagt, für mich geht es hier auf diesem Kanal darum, dass diese Videos euch helfen, unterstützen sollen. Sie sollen euch nicht verwirren, sondern mehr in die Klarheit bringen. Und dementsprechend hätte ich gerne mal ein Feedback von euch, ob ihr sagt, jo, das ist total gut, macht total Spaß, so schön, so viele Informationen zu bekommen. Oder ob ihr sagt, nee, irgendwie ein bisschen viel. So, also ein Aufblühen, Wunscherfüllung, der Frühling kommt, der Winter ist vorbei, magnetische Anziehung, Ausstrahlung, du weißt ganz genau, was du willst. Eine sehr starke Persönlichkeit hier, eine sehr starke Anziehung, entweder du oder eine andere Person oder ihr beide. So, 15. Juli, 15. Juli bis 21. Juli, der 15. Juli bis 21. Juli. Und wir starten mit den Karten. Wir starten mit dem Teufel, Abhängigkeiten. Negative Verhaltensweisen, Muster. Ja, hier ist irgendetwas abhängig von etwas. Auch wieder immer so schön, wenn das so konkret ist, ne? Mit dem Teufel ist es so, dass etwas anderes die Kontrolle über eine Situation, über dich oder eine andere Person hat.
Etwas, was man selber gefühlt nicht beeinflussen kann, irgendwas, woran man gebunden ist. Das kann auch das schon gewesen sein und muss gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber auch toxische Verhaltensweisen, toxische Muster können hier etwas sein, was irgendwie noch eine Rolle spielt. Der Teufel als Sternzeichen ist der Steinbock. Das heißt, wir haben jetzt gerade hier, was haben wir denn? Wir haben Löwe, Steinbock. Ja, das war's. Abhängigkeiten, Süchte. Wo bist du noch nicht frei? Hier könnte noch mal was hochkommen. Und dann haben wir dort den Fuchs. Schwierige Karte in so oder Kartenkombination, weil der Fuchs zum einen für eine Situation stehen kann, wo du irgendwie noch nicht frei bist, wo man jetzt aber schlau sein muss, klug sein muss, wie man, sage ich mal, diese Abhängigkeit löst oder diese Verbindung löst. Weil grundsätzlich mit dem Turm, der Turm möchte. Turm kommt nach dem Teufel und diese Teufelenergien ist das, wo wir im Leben immer und immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden, wo diese Energie kommt. Und das ist immer diese Energie, hey, wo bist du noch nicht frei? Wo bist du noch nicht frei? Und vielleicht geht es darum, irgendwie jetzt eine Strategie zu haben, wie du dich von etwas oder jemandem wirklich befreien kannst, wie du etwas wirklich loslassen kannst, was dir eigentlich mehr Energie zieht. Eben ganz, ohne jetzt so krass auf diese Teufelsenergie einzugehen, ne, kann es sein, dass du hier... Also Teufel im Sinne von, das ist jetzt super evil. Kann es einfach sein, dass es hier eine Situation gibt, die eine Blockade darstellt. Das ist eine Blockade in deinem Leben, das ist ein Hindernis in deinem Leben und da geht es irgendwie darum, schlau zu sein und klug zu sein. Das kann aber was damit zu tun haben, dass jemand lügt, nicht ehrlich ist oder es kann auch um Täuschung gehen, wo es irgendwie noch eine gewisse Verbindung, eine Abhängigkeit gibt, die auch da in der Essenz, möchte ich sagen, wieder gelöst werden darf. Für manche von euch gehen hier einen Pakt mit dem Teufel ein. Was bedeutet das? Es kann sein, dass es irgendetwas gibt in deinem Leben, was du unbedingt willst, wo du aber eigentlich weißt, dass es nicht gut ist. Ein Beispiel hierfür wäre eine toxische Beziehung, wo du eigentlich weißt, dass es nicht gut ist, nicht gesund ist, aber du bleibst in dieser Situation und es muss ja noch nicht mal eine feste Beziehung sein. Das können Affären sein, das kann alles Mögliche sein. Eine Situation, an der du hängst, die dir vermeintlich vielleicht ein Gefühl von Sicherheit in Anführungsstrichen gibt oder ein, ja, aber dann habe ich das wenigstens. Aber was eigentlich falsch ist, es kann sein, dass es hier irgendwas in deinem Leben gibt, woran du festhältst, was aber dir Energie zieht und eigentlich nicht gut ist. Und da ist auch wieder der Hinweis, wo bist du noch nicht frei? Und wo gibt es noch Anhaftungen, die du lösen kannst, weil die Situation, gerade mit dem Fuchs, ist auch das Thema Falschheit. Hier ist irgendeine falsche Anhaftung, hier ist irgendwas, was dir nicht gut tut. Und das kann am Montag oder als Baustein dieser Woche nochmal aufkommen. Dann darf, wie gesagt, ich gehe in verschiedene Aspekte rein. Es kann auch einfach nur sein, dass eine Situation noch von irgendwas abhängig ist, wo du nicht in der Kontrolle bist und du musst da vielleicht irgendwie einen Plan machen. So, dann haben wir Dienstag. Das Thema an etwas arbeiten, um eine Situation weiterzuentwickeln. Hier wird Zeit, Energie, Arbeit investiert, um eine Sache, Situation weiterzuentwickeln. Es kann schlichtweg sein, dass du einfach viel arbeitest an dem Tag und dich hier ein bisschen eingeschränkt fühlst. Ne? Gerade wenn wir in die einzelnen Karten gehen, für die einzelnen Tage, und das können für dich sowohl Tagesenergien sein, als auch Energien von einer größeren Situation, aber als Tagesenergien kann der Teufel sagen, ey Mann, du fühlst dich einfach ein bisschen eingeschränkt und du bist nicht so ganz in der Kontrolle über die Ereignisse an dem Tag, während du hier an dem nächsten Tag dann aber schon wieder aktiv dafür sorgen kannst, dass Fortschritte in einer Situation passieren. Vielleicht arbeitest du einfach viel. Die 8 der Münzen sagt mir auch, dass du an irgendwas arbeitest, was du bald erreicht hast. Du hast schon einige Arbeitszeit investiert in eine Angelegenheitssituation, warst vielleicht auch geduldig, hast geschaut, wie sich die Dinge irgendwie entwickeln und das Ziel ist so nah. Hier geht es um Glück und Erfolg. Der 31.8. kann für dich zum Thema Glück und Erfolg und Ziel erreichen. Gibt es den 31.? Nee, gibt es nicht, ne? Gibt es nur den 30. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, warte mal. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Juli? Doch, ne? Guck mal, ist, ist es dann nicht der 31. August? Wenn es den 31. August gibt, August, September, Oktober, November, Dezember,
Ja, könnte hinkommen, ne? Dann spielt der 31. August auf jeden Fall eine signifikante Rolle bei dem Erreichen dieses Ziels, worauf du dich hier irgendwie hinarbeitest und wo du in dieser Woche wieder ein bisschen mehr Energie reingibst und wie gesagt an dieser Situation arbeitest. Für manche von euch ist es wirklich Arbeit, für manche von euch eine Beziehung, für manche von euch irgendwas anderes, aber ich habe das Gefühl, das Ziel Glück und Erfolg wird hier erreicht oder die Vollendung dieser Situation, die Erntezeit quasi ist Ende August. So, dann haben wir den Buben der Münze, einen Neuanfang. Auch hier, du entschließt dich wieder an etwas zu arbeiten. Das haben wir jetzt zweimal, dieser Entschluss, okay, ich arbeite jetzt an etwas. Hier kann aber noch mal eine neue Situation auftauchen, ein neues Angebot, eine Nachricht zum Thema Beruf, Finanzen, Zuhause, vielleicht auch was deinen Körper angeht. Aber in der Essenz, der Bube der Münzen entschließt sich an einer Sache, Situation zu arbeiten, um eben ja, Stabilität und Sicherheit langfristig aufzubauen oder um ein solides Fundament aufzubauen. Eine Situation könnte hier jetzt starten, wo man eben an einem soliden Fundament arbeitet. Auch hier möchte ich nochmal sagen, nicht für jeden von euch sind das Tageskarten, die mit den Tagen in Resonanz gehen. Es kann sein, dass du bis zum Freitag nichts mit dem anfangen kannst und dann sagst du, ey Julia, Freitag, Samstag wusste ich, worum es hier mit den Karten geht. Sei also ein bisschen flexibel, wie sich die Karten manifestieren. Der Bube der Münzen. Ein neues Angebot im Bereich Arbeit, Finanzen, Zuhause. Es könnte hier natürlich ja, vielleicht gibt es hier ein Angebot für neues Zuhause. Etwas startet jetzt. Man fängt jetzt an, sich um etwas zu kümmern, was das Potenzial hat, hier langfristig von Bestand zu sein. Das geht hier um etwas sehr, sehr Persönliches. Das ist deine Karte, egal ob du Mann oder Frau bist. Ich habe das Gefühl, hier ist neue Stabilität in deinem Leben. Ein Neuanfang, der sehr solide ist, der sehr pragmatisch ist, wo man sehr gewissenhaft, sehr geerdet vorgeht und welcher dir unmittelbar sofort einen neuen Halt gibt, neue Stabilität gibt. Egal, ob das jetzt ein neues Haus, ein neuer Job, neue Finanzen sind. Auch kann es sein, dass du an deinem Selbstwert gearbeitet hast und dass du selber stabiler wirst. Auch das wäre hier möglich. Dann haben wir hier nochmal den Turm. Der Turm ist am Donnerstag. Was haben wir denn? 15., 16., 17., 18. Hier ist ein Umbruch. Und guck dir mal an, wie schön das hier liegt. Was habe ich gerade noch gesagt? Ich habe schon von dem Turm geredet. Habt nicht Angst vor dem Turm in dieser Woche, weil der Turm wird dazu sorgen, dass das sich löst. Weil der Turm ist die Energie, welcher die Kraft hat, den Teufel zu sprengen, die Ketten zu lösen. Also, was auch immer hier einen Einfluss auf eine Situation hat, wird hier gelöst sein. Seht also in diesem Fall diese Karten nicht als diese intensiven Lebensereignisse, welche sie sein können. Insbesondere, wenn man jetzt, sag ich mal, eine persönliche Legung geht, wo man sagt, okay, hier, ich möchte mal gucken, persönliche Weiterentwicklung, was passiert. Hier habe ich das Gefühl, etwas, wo hier man nicht in der Kontrolle ist über etwas, über eine Situation, ne, was ich alles dazu gesagt habe, hier wird es gelöst. Also einfach ein bisschen geduldig sein, ein bisschen weitermachen und dann haben wir hier tatsächlich ein bisschen später in der Woche die Lösung dieser Energie. So, also auch ein Durchbruch. Aber ich habe ganz stark das Gefühl, hier wird irgendwas gelöst. So, jetzt lass uns mal schauen. Dann haben wir hier die Fische. Es kann hier um Dinge gehen, die was zu tun haben mit den Finanzen. Vielleicht spielen die Finanzen hier irgendwie eine Rolle. Vielleicht spielen die Gefühle hier irgendwie eine Rolle. Vielleicht kannst du dich entweder befreien von gewissen Emotionen und Gefühlen, die du hast, bezogen auf eine Sache, Situation, Person. Und das ist so ein Befreiungsschlag. Der Turm ist ein Befreiungsschlag von dieser negativen Energie des Teufels. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch etwas in den Fluss kommt. Ja, für manche von euch spielen die Finanzen hier eine Rolle. Für manche von euch die Gefühle, es fühlt sich aber eher als ein Befreiungsschlag an. Vergiss nicht, wir haben Jupiter aktiv in dieser Woche. Jupiter ist der Glücksplanet. Das, was in dieser Woche passiert, ist zu deinem Besten und wird sich als glückliche Fügung erweisen. Und dann haben wir am Freitag die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe, Umzug, Reise, Bewegung, hinter den Horizont schauen, sich weiterentwickeln, persönliches, spirituelles Wachstum, Neues entdecken, auf Entdeckungsreise gehen.
Sagte ich schon Umzug oder Bewegung? Das kann Umzug, Bewegung, Reise, glaube ich, habe ich als erstes gesagt, ne? Neue Erfahrungen sammeln, ein Kurs, eine Weiterbildung. Das sind alles Themen, die in dieser Woche oder speziell am Freitag eine Rolle spielen. So, wohin geht die Reise jetzt, ne? Das ist etwas, worauf du gewartet hast, könnte sich jetzt am Horizont abzeichnen. So, worum geht es hier? Worum geht es hier? Der Sarg. Kommt hier etwas zu einem Abschluss? Eine Situation, die sich nicht. Ah, so rum. Gut. Eine Situation, in der es erstmal keine Entwicklung gegeben hat oder wo es einen Stillstand gab oder wo etwas losgelassen und beendet wurde. Hier in diesem Lebensbereich oder in dieser Situation kommt jetzt etwas in Bewegung. Die Energie ist, da ist so eine leichte Aufregung mit dabei. Positivität, Optimismus, Aufregung, ein was ist hinter dem Horizont? Oder ich frage mich, was dieses Land da hinten bereithält, mal metaphorisch gesprochen, wobei natürlich für manche von euch das auch sehr ja, wortwörtlich gemeint sein kann. Dann haben wir Samstag, die Königin der Münzen. Ein sehr geerdeter, pragmatischer Tag, ein sehr gefühlt ruhiger Tag. Hier geht es um ein Nähren, sich kümmern. Vielleicht kümmerst du dich um deine Finanzen, deinen Beruf, dein Zuhause, um dich selbst, um eine andere Person. Oder du bekommst Hilfe und Unterstützung. Vielleicht bekommst du finanzielle Hilfe und Unterstützung oder jemand, der sich wirklich gut um dich kümmert, wo du dich wohl und geborgen fühlst. Wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich angenommen fühlst. Das ist so eine klassische Mutterenergie. Hoppala. Oh, guck mal, was rausgefallen ist. Die Liebe. Die Liebe, Liebe, Liebelei. Tanze Samba mit mir. So, das Herz. Wir haben hier eine Situation, die sich bezieht auf die Liebe oder eine Herzensangelegenheit. Und wie gesagt, entweder kümmerst du dich jetzt um etwas oder jemand kümmert sich hier sehr um dich. Da ist eine sehr liebevolle, fürsorgliche Energie in der Liebe. Entweder bezogen auf eine andere Person oder auch du bezogen auf die Herzensangelegenheit. Herzensangelegenheiten könnten dementsprechend auch der Anker, nicht der Anker, die Arbeit sein, so, dass du dich um eine Herzensangelegenheit kümmerst. Und vielleicht ist dein Business oder dein Hobby eine Herzensangelegenheit und da kümmerst du dich jetzt drum. Auf jeden Fall macht dich die Sache Situation sehr glücklich und erfreut dich sehr. Und dann haben wir die vier der Blub. Da haben wir die vier und dann haben wir noch eine vier hier. Vier der Kelche. Die vier der Kelche kann eine gewisse Unzufriedenheit oder eine gewisse Frustration sein in dieser Woche. Vielleicht aufgrund einer Stagnation. Auch hier müssen diese Botschaften nicht in dieser Reihenfolge passieren. Weil was sich hier spiegelt, ist eine gewisse Stagnation, etwas, wo man ein bisschen frustriert ist. Das Thema könnte auch Langeweile sein, Frustration oder aber auch ein nach innen kehren. Es kann auch sein, dass du hier, vielleicht für manche von euch auch wirklich am Sonntag, ne, dass du einmal dich ein bisschen zurückziehst und sagst, was fühle ich denn eigentlich wirklich? Was fühle ich bezogen auf eine Sache, Situation oder Person? Oder auch, hey, was sind meine emotionalen Bedürfnisse? Was brauche ich wirklich, um glücklich und erfüllt zu sein? Weil hier haben wir eine Energie, das ist so halb, das ist so, ja. Nicht schlecht, halb voll, halb leer. Jetzt irgendwie nicht so ganz aufregend, nicht so ganz spannend. Dementsprechend könnte es wichtig sein, in dieser Woche oder speziell am Sonntag dir mal Gedanken darüber zu machen, was sind deine emotionalen Bedürfnisse? Was brauchst du, um glücklich und erfüllt zu sein? Oder was erwartest du von der Liebe? Es kann gleichzeitig sein, dass es hier ein Angebot gibt, was du. Vielleicht ist hier jemand ein bisschen in sich gekehrt und kann eine Chance, eine Möglichkeit, ein Angebot nicht so erkennen oder wahrnehmen. Auch das kann sein. Lass uns mal schauen, worauf sich das bezieht. So, was ist die Energie von den vier? Grundsätzlich haben wir hier aber auch eine emotionale Stabilität. Vierer sind Stabilität und Sicherheit. Das haben wir hier in den Emotionen. Das kann ja auch mal was sein, was durchaus ganz erstrebenswert ist. Gerade wenn man sehr intensive Emotionen erlebt hat, eine Achterbahnfahrt, dann kann die Vier der Kelche durchaus auch was Erstrebenswertes sein, wo man sagt, ey,
Weißt du was, da ist jetzt erstmal ein bisschen Stabilität in den Emotionen. Und das, wir haben hier noch eine 4, also noch mehr Stabilität, eine mentale Stabilität, ein Ausruhen, ein Heilen, was in dieser Woche noch eine Rolle spielt. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und hier haben wir einen Neuanfang. Also hier, wie gesagt, all die Sachen, die ich gerade schon gesagt habe, beziehen sich entweder auf ein Kind, auf die Kindheit oder auf einen Neuanfang. Wo man jetzt vielleicht schaut, hey, was brauche ich wirklich, was möchte ich, was macht mich glücklich, was erfüllt mich? In der Kombination vielleicht mit ein bisschen in sich gekehrt sein, ein bisschen reinfühlen in eine Sache. Oder wie gesagt, es kann auch um die emotionale Stabilität gehen, bezogen auf einen Neuanfang. Die 4 der Stäbe, Schwerter, die wir hier haben, es ist eine Woche der Heilung, was ganz schön ist, weil wir hier ja wirklich sehen, dass irgendwas wegfällt. Für manche von euch kann das ein Thema sein, mit dem du dich lange rumgeschlagen hast. Auch da kann es, sage ich mal, zu einem gewissen Grad um Heilung gehen. Grundsätzlich ist das die Karte von Ruhe, Auszeit, Entspannung, Heilung, mal den Kopf ausschalten einfach auch, ne? Mal sich nicht so viele Gedanken machen und auch das Heilen von einem emotionalen Schmerz, was in dieser Woche noch eine Rolle spielt. Wobei ich sagen muss, beide Karten hier mit den Vierern habe ich das Gefühl, es geht in dieser Woche darum, neue Stabilität zu integrieren. Und es geht um Stabilität auf gewisse Art und Weise. Ja, wir haben zwar auch das Thema Wachstum hier, auch Entwicklungen, die hier absolut eine Rolle spielen. Aber gerade hier, ne, das ist die Ruhe in den Emotionen und hier die Ruhe in den Gedanken. Und gerade hier mit dem Turm und dem Teufel, wenn es dann auch so intensiv ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Sicht weiß ich sowas dann durchaus auch mal zu schätzen, wenn es einfach mal ruhig und entspannt ist. Sodele, ihr Lieben, ich bin gespannt, was die Woche bringt. Da geht so einiges, würde ich sagen. Auch hier wieder Turm, sehr intensive Woche. Lasst es mich gerne wissen, wie sich diese Woche für euch entwickelt. Schau gerne nochmal Mitte oder Ende der Woche rein, um nochmal im Nachhinein zu schauen, wie du mit den Botschaften resonierst. Kann ich dir auch empfehlen, jetzt noch einmal zurückzugehen in die Wochenbotschaft von davor, um zu gucken, wie und ob du mit der dann resoniert hast. Lass es mich auch gerne wissen, wie du dieses Format findest, jetzt wo ich so viele Orakelkarten noch am Anfang mitbenutze. Ich möchte natürlich für euch das beste Format machen, was euch einfach am besten unterstützt. Deswegen lasst mich das gerne ebenfalls wissen. In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal und lassen, wir gehen jetzt in den Klangkelch und lassen die Legung ausklingen mit dem Klangkelch. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt auch einmal deine Augen schließen. Und einmal einen tiefen Atemzug in deinen Bauch nehmen und spüren, wie deine Bauchdecke sich wölbt und neue frische Energie in deinen Körper fließt. Und dann lasse die Klänge des Klangkelchs dich tragen und entspannen. Ooh.
Musik.